Eiserli-Prinzessin. Eiserli-Prinzessin. Da ist ja der Wuffel. Und da ist der königliche Gärtner. Hey, weg da! Verschwinde, die freche Hase! Lass meine Rüebli in Ruhe! Aber wo ist die Prinzessin? Hallo! Na, da bist du ja. Wo gehst du hin? Es ist Mittag und ich habe so Hunger. Zwibbeldi-dim, zwibbeldi-dum, schnibbeldi-dim, schnibbeldi-dum. Was gibt's heute Feins? Vielleicht gibt's Spaghetti, vielleicht Reis oder vielleicht Herdöpfelstock. Einfach etwas Feins. Ja, et voilà. Salade du Chef. Was ist denn das? Frische, deliziöse Tomate. Ich geht. Wollt ihr ein bisschen Mayonnaise dazu? Petit moment. Oh, aber... wo ist die Mayonnaise also, versorgt? Aber, aha. Oh, nein. Ich habe sie gefunden. Voilà. Alles aufgegessen. Wie bitte? Kann ich jetzt mein Dessert haben? Wo ist der Salat? Viel schnell, du solltest deine Essen geniessen und nicht einfach so abschlingen. Et voilà. Du hast deinen Salat nicht gegessen? Der hat grusig ausgesehen. Besonders die dicken Tomaten. Hast du nicht gerne Tomaten? Weg! Ich habe sie nicht mal probiert. Aber erzähl sie ja nicht. Niemand hat es nämlich gemerkt. Prinzessin! Hm. Oh je! Oh, Spätzli. Ah, da haben wir die Salat. Die Salat ist überall gelegen. Also Schatz, du darfst doch das Essen nicht umrühren. Aber ich kann nicht gern Salat. Ja, du magst meine gekochte nicht. Das ist ja nicht gekocht. Ich will nichts draus. Oh nein. Aber das ist alles sehr gesund, mein Schatz. Es ist alles knackig frisch gsi. Sauber gezogen in unserem eigenen Gemüsebeet von unserem Gärtner. Vielleicht müsst ihr mal sehen, wo das alles herkommt. Das ist eine sehr gute Idee. Was denn? Aha, du hast also mein Salat nicht gern, hä? Mm-mm. Komisch. Ich habe gern Salat. Und ich ziehe ihn alles selber aus kleinen Samen. Oh, und wie passt der ganze Pflanze rein? Weißt du, ich finde, das ist und bleibt ein Wunder. Darf ich auch einmal etwas pflanzen? Du, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Oh, cool. Du nimmst ein Sämli. So. Ja. Jetzt deckst du es mit Erde zu. Ja. Holst die Spritzkanne. So. Und jetzt wartest. Siehst, es ist doch gar nicht schwer. Oh nein! Fort mit euch, ihr Biester! Verschwindet! Husch, 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 husch! Was machst du da, Prinzessin? Ich warte darauf, dass meine Pflanzen wachsen. Uhu! Uhu! Äh,
Und? Wie ist es gegangen? Die Pflanzen brauchen, glaube ich, viel Zeit zum Wachsen. Schlaf gut, Prinzessin. Ach, wachs. Prinzessin! So, du? Geht's fürsch mit dem Pflänzli? Ich glaube, in meinen Sämli war gar nichts drin. Ich weiss nicht, was mache ich gegen die frechen Hasen. Komm schnell schauen! Da wächst etwas! Da wächst etwas! Es wächst etwas! Es wächst! Es wächst! Ein prächtiges Pflänzli! Es ist so schön! Ja, badabam, badada, Prinzessin, es gibt's morgen. Danke. Oh, du einiges verdienen. Prinzessin, hast du ein Präsent? Ja, ich gehe mit meiner Pflanze spielen. Ist sie gewachsen? Aha, und schon bald hat sie riesengroße Tomaten dran. Eine riesengroße Tomate? Die sind rot und rund und fein. Hast du jetzt gern Tomaten? Denk nicht zum Essen. Nur zum damit spielen. Prinzessin, etwas nimmt mich noch wunder. Aha. Wie spielt man denn mit einer Pflanze? Manchmal gehe ich mit ihr spazieren. Manchmal darf sie ein bisschen baden. Du heiliges Kanonenrohr! Ein schlimmer Fall von Sonnenbrand! Das sind Tomaten! Die müssen dann rot sein! Manchmal lese ich ihnen eine Geschichte vor. Und die nächste ist von einer Prinzessin und von einem kleinen Ärzli. Und manchmal tun wir zusammen tanzen. La 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 la. Meine Pflanze heisst Tommy und ist mein bester Freund. La 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 la. Was machst du denn mit meinem Tommy? Die Tomaten sind reif, genau perfekt für meine Salat. Das sind meine Tomaten. Und die sind im Fall nicht zum Essen. Aber sie sind doch jetzt reif. Ich verstehe gar nicht mehr. Das Mädchen spielt. Hoi, Prinzessin. Du pflegst deine Tomaten wirklich sehr gut. Aha. Und ich schaue jeden Tag für sie schauen. Und zwar für immer und ewig. Oh je. Also weißt, wenn sie reif sind, dann fallen Tomaten eben immer ab. Du meinst, das passiert den anderen Tomaten auch? Aha. La 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 la. So. Prinzessin! Oh je. Wir vergüten bei uns kein Lebensmittel. Der Koch braucht deine Tomaten. Jawohl. Merci, Prinzessin. Es ist nicht so schlimm. Schnibbeldidim, schnibbeldidum, schibbeldidum. Wunderbar saftig. Und ihre Salade du Chef. Voilà. Wollt ihr probieren, Prinzessin? Ganz fein. Das sind die besten Tomaten, die ich je gegessen habe. Unsere Tochter ist eine Geschickte. Du hast dich so gut um die Tomaten gekümmert, dass ihre Früchte ganz besonders fein geworden sind. Sie sind ein Geschenk. Ein Geschenk? Ja, feine Früchte sind ein Geschenk für jeden Gärtner. Mm.
Was ist das kleine Gelbe da? Das sind Sämli. Sämli? Dann kann ich wieder neue pflanzen. Oh, oh. Salat du Prinzessin. Oh,